Jetzt auf OE24TV. Diskriminierung. Wie brutal ist unsere Gesellschaft? Bestimmen Vorurteile und Fremdenhass unseren Alltag? Werden Ausländer zur Zielscheibe von willkürlicher Gewalt? Und wird die Kluft zwischen den Kulturen immer tiefer? Darüber diskutieren im Studio Birgül Aysiz, Christoph Wiederkehr, Simon Scheripow, Werner Tomanek, Laila Mirso und Georg Immanuel Nagel. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt Diskriminierung, die große Diskussion. Nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Abend auf OE24TV. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Diskriminierung. Wie brutal ist unsere Gesellschaft? Merken wir es überhaupt noch, wenn Menschen diskriminiert werden? Oder ist es schon zum traurigen Alltag geworden, dass uns das gar nicht mehr auffällt, wenn Ungerechtigkeiten passieren? Über all das sprechen wir heute hier im Studio und ich darf Ihnen an dieser Stelle die Gäste vorstellen. Herzlich willkommen, Birgül Aysiz. Sie sind vom Verein für Frauen mit Migrationshintergrund. Ein Verein, der Frauen helfen soll, Allgemeiner Bereich für die Frauen, was bei uns da ist. Ich habe auch einen Flyer mitgebracht, Super. Dass man das da hier zum Zeigen. Und das sind die hinten ist die Vorwürfe. Also ein Verein, der sich eben wirklich damit auseinandersetzt, wie Frauen sich leichter in der österreichischen Gesellschaft bewegen können. Und deswegen haben wir auch eine 6 Seminare für die Frauen vorbereitet, für Allgemeine. Super. Ersten hinter uns, jetzt am 15. das 2. Seminar. Ja, Wahnsinn. Also wir werden noch genauer auf den Verein zu sprechen kommen. Natürlich. Aus mehreren Gründen. Ja. Dann darf ich auch begrüßen von der SPÖ aus Strebersdorf, Salman Scheripow. Hallo. Sie sind von tschetschenischer Herkunft und kennen das durchaus, wenn man diskriminiert wird, aufgrund seiner Herkunft. Genau. Wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen Ihr politischer Zugang. Ganz genau. Also ich habe auch einiges abbekommen, muss ich auch zugeben. Und das ist auch der Grund, wieso ich diese Initiative ergriffen habe, um heute hier zu sein. Und danke für die Einladung. Schön, dass Sie dabei sind. Dann freue ich mich ebenfalls begrüßen zu dürfen, Christoph Wiederkehr. Sie sind der Integrationssprecher von den NEOS und machen sich auf Ihrem Gebiet auch immer wieder stark dafür, dass die Integration weiter voranschreitet. Da gibt es noch viel, was zu tun ist und lange ist der Weg noch nicht fertig beschritten. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Genau. Danke für die Einladung. Dann freue ich mich, Werner Tomanek, unseren Rechtsanwalt hier aus Wien, begrüßen zu dürfen. Wunderschön. Einen schönen guten Abend. Sie haben immer wieder Fälle, wo es doch darum geht, ob sich Menschen mit Migrationshintergrund einfach absichtlich nicht an die österreichischen Regeln halten wollen, ob sie es nicht verstehen können oder wollen. Da werden Sie uns aus der Praxis ein bisschen berichten. Gerne. Dankeschön. Laila Mirso, Sie sind Islamexpertin und Sie erleben das auch immer wieder, dass die Kulturen, die unterschiedlichen, dazu führen, dass es zu Streitereien kommt, dass es zu Missverständnissen kommt. Aber Sie prangern auch immer wieder an, dass sich viele Menschen überhaupt nicht integrieren wollen und dass die Diskriminierung oft nur eine Ausrede dafür ist, wenn die Kulturen aufeinanderprallen. Danke, dass Sie heute Abend hier sind. Gerne. Und dann freue ich mich ebenfalls begrüßen zu dürfen, Georg Immanuel Nagel. Sie sind Publizist für die Zeitung Zur Zeit. Sie sehen das Ganze auch ein bisschen kritischer und sind nicht unbedingt so eingestellt, dass Sie sagen, irgendwie Diskriminierung, da muss man schon doppelt und dreifach manchmal hinschauen, weil oft wird da auch irgendwie schnell mal ein Vorurteil gefällt, obwohl es keine Diskriminierung war. Das wird heute Ihr Zugang sein. Wir freuen uns. Guten Abend. Dankeschön. Ja, es hat einen Fall gegeben in der letzten Woche, der ordentlich für Aufsehen gesorgt hat. Eine junge Frau wird in der U-Bahn kontrolliert. Der Kontrolleur wird handgreiflich. Die Frau wehrt sich. Ein ziemlich dramatisches Handyvideo wird gedreht und wird uns auch zugespielt. Die Betroffene ist auch hier im Interview zu Gast und schildert uns in wirklich schockierenden Einzelheiten, wie brutal der Kontrolleur vorgegangen ist. Und auch dieser Fall ist heute irgendwie Anlass für die Diskussion. Am besten, Sie schauen sich einfach mal das Video an, bevor wir drüber sprechen, damit Sie wissen, was da tatsächlich passiert ist. Ich hab eh alles drauf. Wer glaubst du, wie ich bin durch? Schlecht!
Gülten F. ist am Montag in der U1 unterwegs. Bei der U-Station Keplerplatz tappt sie in die Kontrolle und wird aufgehalten. Was danach passiert, schockiert die Öffentlichkeit. Ein Video zeigt, wie es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Kontrolleur kommt. Die beiden geraten immer heftiger in Streit, bis es zum Äußersten kommt und der Kontrolleur zuschlägt. Die 45-Jährige alarmiert daraufhin ihre Arbeitskollegin, die darauf den Schwarzkappler zur Rede stellt und die Polizei alarmiert. Die Beamten nehmen den Vorfall auf. Gülten F. erleidet eine Verletzung im Gesicht und schaltet ihren Anwalt ein. Der Sprecher der Wiener Linien gibt an, dass der Mitarbeiter in Notwehr gehandelt habe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Ja, ein ziemlich brutales Video, was wir da gerade gesehen haben bei uns in der Runde, Frau Eisitz. Die Dame im Video, die hier angegriffen wurde von dem Kontrolleur der Wiener Linien, ist eine Kollegin von Ihnen. Sie arbeitet Kollegin ebenfalls. Sie ist Beraterin von uns. Genau, sie arbeitet ebenfalls beim Verein für Frauen mit Migrationshintergrund. Ja, sie ist. Und die andere Dame im Bild ist auch eine Mitarbeiterin. Sie ist die Stellvertreterin von unserem Verein und eine ist die Beraterin wie ich. Möchten Sie uns noch mal aus Ihrer Schicht zählen? Was ich weiß von dem Fall, sie hat sich nicht einmal jemand gefragt, dass Fahrscheinkontrolle ist. Sie wurde Rolltreppe raufgegangen, irgendwie ist sie wieder runtergekommen und wurde sie händlich angehalten, was ich weiß. Und da wurde aber ohne Fahrscheinkontrolle nie gefragt, ob das in einen Fahrschein geht, 2,40 Euro, wurde nur 200 Euro Strafe. Und sie fragte, wieso muss ich das zahlen? Und wurde gesagt, dass es die Treppe runtergegangen ist, falscher Richtung. Ah, okay. Aber wieder trotzdem wurde keine Fahrscheinkontrolle. Wie kommen die alle, die Themen auf dem Jetzt? Presse, also, Zeitungen, Fahrscheinkontrolle. Also es war auf jeden Fall ein Kontrolleur und Ihre Kollegin... Es ist eine Kontrolleur, aber es geht um nicht einen Kontrolleur und Fahrschein. Ja. Aber eben, es war ein Kontrolleur, aber der hat eben den Fehlverhalten in der U-Bahn festgestellt, dass die Dame eben die falsche Richtung der Rolltreppe benutzt hat. Wir haben jetzt im folgenden Video gesehen, dass die Emotionen sehr hoch gegangen sind. Ja, aber der sehr Mann, viel zu hoch. Der Mann hat ja auch einige Beleidigungen zu ihrer Frau. Beleidigungen und Schirche und hat sie dann gespuckt. Ja, was hat er alles zu ihr gesagt? Am Anfang hat sie den Faust am Bauch bekommen, die meine Kollegen. Und danach wurde sie als Gesicht gesagt, du Schimpfe, die Schirche. Und sie hat dann gespuckt zurückgegen. Natürlich, wenn ich das auch selber bin, werde ich vielleicht ganz anders gemacht. Aber die Dame hat auch im Interview bei uns eben erzählt, sie war auch bei uns im Interview zu Gast, und da hat sie eben auch angegeben, dass der Kontrolleur gesagt hat, du Schirche Ausländerin, also das Ganze auch wirklich einen diskriminierenden Hintergrund hat. Da wollte ich aber nicht die Ausländer nennen hier. Ja. Aber es geht ja darum, was wirklich passiert ist. Ja. Also da ist ja wirklich irgendwie einiges passiert. Wie sind Sie das? Haben Sie auch solche Übergriffe erlebt? Kommt Ihnen das jetzt bekannt vor, dass man ungerechtfertigt einfach mal so beschimpft wird? War das die Situation, die Sie jetzt gesehen haben, etwas, wo Sie sagen, ja, leider traurige Realität? An erster Stelle bin ich wirklich schockiert über das, was ich da gerade gesehen habe. Physisch angegriffen wurde ich Gott sei Dank nie, aber ich musste einige verbale Äußerungen einstecken müssen, die auch ehrlich gesagt sehr feindlich klangen. Ja? Und hier muss man auch das Verhalten von dem Mitarbeiter, von dem Schwarzkappler kritisieren. Es war meiner Meinung nach nicht nur islamfeindlich, sondern auch frauenfeindlich. Ja? Und das ist auch Ihre Aufgabe. Wir haben schon alles überall mitgeteilt. Richtig. Und wir müssen in einer Gesellschaft, ist es unsere Aufgabe, weil wir auch in einer multikulturellen Gesellschaft leben, eine Gleichheit zu schaffen. Und alle sind gleichgültig, das sollte man nicht vergessen. Und seitens der tschetschenischen Kultur und auch als jemand, der das realisieren möchte, dass wir alle gemeinsam in Frieden leben können, sehe ich das auch als meine Aufgabe. Ja, aber bleiben wir noch mal kurz irgendwie bei diesem Fall. Sie haben es jetzt auch gesehen, Herr Tomanek, an Ihrem Blick sehe ich, dass Sie nicht ganz so finden, dass da irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Gleiche gesehen habe als wie meine Vorredner. Also ich habe hier gesehen, ein Video, was also offensichtlich resultiert aus der Frage, haben Sie eine Fahrkarte von einem Mitarbeiter der Wiener Linien? Und was ich sehe und höre, das Einzige, was objektiviert höre, ich habe weder rassistische Beleidigungen gehört, noch habe ich gesehen, wie jemand geschlagen wird auf den Ausschnitt, den ich gesehen habe. Ich habe weder jemand spucken gesehen, ich habe eine hysterisch kreischende Frauensperson gesehen. Das habe ich unmissverständlich gesehen. Wenn man mir da jetzt
reininterpretiert, an frauenfeindlichen, an ausländerfeindlichen, islamfeindlichen Übergriff von einem Mitarbeiter der Wiener Linien, der kann Cent mehr bezahlt kriegt, wenn er jetzt, ob er jetzt boxt mit dem mit einem Schwarzfahrer oder ob den fragt, ob sein Ausweis, wenn er nicht Ausweis leistet, ruft er die Polizei schmecks. Wir haben gesehen, ich habe den Eindruck, es ist ein schwebendes Verfahren, es wird nur das Zufällige, alle mit Kameras da filmen, wenn eine Frau zu kreischen beginnt und irgendwo schreit mit ausländerfeindlich, das ist ja die Keule, die täglich verwendet wird, dass sie keiner mehr einzuschreiten traut, um gesetzmäßige Zustände herzustellen. Was sagen Sie da jetzt dazu? Entschuldigung, da muss ich ganz kurz rein, weil Sie bringen sehr viele Punkte jetzt. Aber was sagen Sie dazu, wenn es heißt, nur weil ein hysterisches Frauenbild kreischt? Ja. Wie sehen Sie das? Auch nur weil ein hysterisches Frauenbild? Was ich bisher von einem Fall mitbekommen habe, ist das nicht unbedingt, wie ich mir Zusammenleben vorstelle in der Gesellschaft, aber von beiden Seiten. Ich glaube, die Frau hat überreagiert, jemanden anzuspucken, das gehört sich nicht, das tut man einfach nicht. Das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Aber auch wenn die Vorwürfe dem Kontrolleur gegenüber stimmen, dass er gesagt hat, scheiß Ausländerin oder auf ihren Islamhintergrund referenziert hat, ist das natürlich auch nicht in Ordnung in seiner Funktion. Zusammenleben kann nur funktionieren, wenn man auch gewisse Sitten und gewissen Anstand auch im öffentlichen Leben hat. Und das war wahrscheinlich von beiden Fällen, von beiden Seiten nicht der Fall. Das ist jetzt eine sehr salomische Lösung, eine sehr diplomatische Antwort auch. Aber eben, um nochmal darauf zurückzukommen, jetzt hat der Herr Dr. Tomanek gesagt, irgendwie so das hysterische Frauengekreische. Ja. Ist das irgendwie etwas, was gerne mal Männer sagen, um Frauen herabzuwürdigen? Schrillen da bei Ihnen so auch in puncto Gleichberechtigung ein bisschen die Alarmglocken? Diese Wortwahl würde ich selber nie wählen, finde ich auch etwas fragwürdig. Als etwas als Frauengekreische herunterzutun. Man müsste mit der betroffenen Person auch nochmal genauer reden, was ist davor vorgefallen, dass sie auch so ausrastet. Aber es ist sicher auch ihr Verhalten nicht in Ordnung gewesen. Hm. Wie sehen Sie das, Frau Mier? So wie würden Sie den Fall beurteilen? Also ich sehe das Video jetzt zum ersten Mal. Ich war nicht dabei. Ich gehe davon aus, dass die Kontrolleure eine gewisse Schulung haben und auch tagtäglich gerade in dem multikulturellen Wien große Erfahrungen haben mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn Sie jetzt ansprechen, eine islamfeindliche Haltung, die Frau trägt kein Kopftuch, wie soll der Kontrolleur wissen, dass es eine Muslimin ist? Also das finde ich fast schon eine paradoxe Diskriminierung. Man muss erst mal abwarten, sprechen Sie ganz gut nach an. Den Vernehmungen, was eben rauskommt. Genau, also ich kann das Prinzip, jetzt überhaupt nicht beurteilen. Im Prinzip sollte ich dann eher sagen, dass es vielleicht eher ein Migrationshintergrund ist. Ja. Sie haben absolut recht, der Mitarbeiter hätte nicht wissen sollen, dass es eine Muslimin ist. Ja, keine Spur davon. Das kann man nicht reden. Genau, aber es gibt wahrscheinlich Zeugeneinvernahmen, das ist alles ein Verfahren ganz zu Beginn. Alles, was wir machen, ist, da kann man die Gerda Rogers auch einladen, die dann sagt, was die Zukunft bringt. Wird. Vielleicht wird die verurteilt. Weiß man ja nicht. Ja, also im Prinzip haben Sie auch erwähnt, dass man ja einiges nicht gesehen hat. Das ist aber nach meiner Haltung, also von meiner Attitüde her, ist es auch ein Zeichen für Verharmlosung. Ja, ich finde, dass man diesem Fall nachgehen das heißt müsste. Unschuldsvermutung heißt das ja. Verharmlosung heißt Unschuldsvermutung. Genau, Sie sind ja auch beruflich in dem Fall tätig. Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus. Mhm. Aber ich finde, dass es einfach falsch ist, ja. Und jeder Mensch mit einer Moral wird das selber denken. Ja. Aber den Begriff Verharmlosung würde ich jetzt ganz gern nochmal im Raum stehen lassen. Sie sagen zwar, es gilt die Unschuldsvermutung, was definitiv der Fall ist, das wird keiner absprechen, aber ist es nicht doch so, dass man solche Fälle einfach ein bisschen zu harmlos angeht oder sagen Sie, nein, eigentlich nicht, das zeigt genau die Realität. Wie sehen Sie es? Ist das Verharmlosung, wenn wir heute über so einen Fall sprechen und sagen, naja, noch weiß man nicht, wer was gemacht hat? Ist das nicht eigentlich schon Grund genug, dass man irgendwie sagt, um Himmels Willen, warum kommt es zu so einer Situation in einem Land wie Österreich, dass ein Kontrolleur eine Frau an den Haaren zieht, egal was sie davor gemacht hat? Ja, also ich habe dieses Video jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich da gesehen habe. Ich müsste es mir öfters anschauen. Ja. Und ich bin mir sicher, da werden die Gerichte, falls es überhaupt zu einer Anklage kommen sollte und so weiter, werden da schon herausfinden, was da los ist. Und vorher möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Aber wenn es stimmt, ist es natürlich nicht in Ordnung. Es ist keine Frage. Ich halte es aber durchaus auch nicht für unwahrscheinlich, dass vielleicht die Frau auch ein bisschen hier mitgewirkt hat. Wer weiß es, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Was ich aber schon sehr interessant finde, ist, wie immer wieder ausgerechnet immer nur solche Fälle medial präsentiert werden, um irgendwie so ein Bild zu inszenieren, so die Österreicher sind böse und rassistisch und gewalttätig und alle Ausländer sind immer nur Opfer, wehrlos. Und hier wird schon Stimmung gemacht quasi gegen die Mehrheitsbevölkerung. Ich glaube nicht, dass das, wenn es diese Geschichte stimmen sollte, das typische Verhalten von Wiener Linienkontrolleuren ist, wie wir sie ständig in unserem Leben begegnen, wenn wir mit Öffis fahren. Ich habe sowas selber noch nie erlebt. Ja. Und immer wieder werden solche Beispiele gebracht. Es gab ja auch vor ein paar Monaten, glaube ich, gab es schon einmal ein Video über eine Kopftuch tragende Frau,
die in einem Kaufhaus angeblich vom Kaufhausdetektiv niedergeschlagen wurde. Und da wurde bewusst nur ein Ausschnitt gezeigt. Und das war eine große Kampagne in allen Medien. Und dann irgendwie 2 Wochen später ist das ganze Video aufgetaucht und hat man eben gesehen, dass der Detektiv nur reagiert hat auf eine Frau, die selbst von sich aus aggressiv geworden ist. Ich finde es extrem wichtig, dass man solche Fälle auch in der Öffentlichkeit behandelt, weil Diskriminierung ist Alltag. Auch Diskriminierung gegenüber Ausländern ist Alltag. Das muss auch aufgezeigt werden, das muss auch diskutiert werden. Unabhängig von diesem Fall jetzt. Aber wenn Sie auch darstellen, dass Politik gegen die Mehrheitsgesellschaft gemacht wird, wenn man sich die Medien anschaut, das, was am meisten drinnen ist, ist der und der von syrischer oder sonstiger Herkunft hat das und das verbrochen. Das ist der Hauptfokus, ist schon auf den Taten. Weil durch die Masseneinwanderung eine Welle der Kriminalität nach Europa gekommen ist, inklusive Terrorismus, Massenvergewaltigung und sowas. Also etwas wie das bis vor kurzem, wie sich entwickelt hat, die letzten Jahre. Diese Form der Kriminalität hatten wir sie noch nicht in Europa. Und wie entwickelt sich die Kriminalität? Das ist das wichtigste politische Thema. Deshalb ist es ständig in den Medien. Und es hat ja auch die letzte Nationalratswahl zum Beispiel entschieden, dieses Masseneinwanderungsthema. Also man kann es nicht einfach so wegwischen und so tun, als wäre das quasi eine Randnotiz nur wert. Ich sage Ihnen was. Wenn jetzt, ob es jetzt irgendwelche Behandlungsdefizite durch Amtspersonen, welcher Art auch immer, wenn die betreffen Migranten, Migrationshintergrund, oder weil es ein Steirer, ein Floridsdorfer ist, der von der Wiener Wiese heimwankt und der behauptet, von der Polizei oder von sonstigen Würdenträgern der Republik schlecht behandelt worden zu sein. Bei der Verhandlung, den Vorwürfen, da sitzt bei den Verhandlungen, wenn es der Steirer oder der Floridsdorfer, der es anzitiert, flapsig gesagt hat, ist, da sitzt kein Mensch drinnen von der Presse, das interessiert kein Schwein. Wenn das jemand ist mit Kopftuch oder sagt, ich bin deswegen, weil Islam ist eigentlich Muslimane bin, deswegen werde ich diskriminiert, nur weil ich ohne Vorschein gefahren bin. Und die haben mich herumgestupst, und aber ich hab mein Leben gefürchtet, weil mich der gefragt hat, um meinen Fahrschein. Das ist die Tatsache. Da lösen sich Mechanismen aus, das ist ein Reflex, wo ganz viele Leute plötzlich berufsbeleidigt sind und aufschreien, und das sind rassistische Übergriffe. Also Österreich ist deswegen ein recht beliebtes Einwanderungsland für viele Migranten, genau weil sie hier in Sicherheit sind, weil wir einen geordneten Rechtsstaat haben, weil wir rechtsstaatlich abgesicherte Verfahren ohne Korruption haben und weil wir auch Würde und Menschenrechte achten, schätzen, im Gegensatz zu den, ich will es nicht Kulturen nennen, sondern Regionen, wo die Leute herkommen. Das ist die Wahrheit. Wäre es hier so schlimm, dann waren die alle nicht da. Also würden Sie jetzt irgendwie sagen, wenn ich das jetzt runterbrich, was Sie gerade irgendwie gesagt haben, würden Sie sagen, eigentlich sollte das Opfer in diesem Film, die Kollegin von der Frau Eisitz, die sollte eigentlich froh sein, dass sie hier leben darf, weil eigentlich ist alles gut und das war eine lächerliche kleine Streiterei. Im Verhältnis zu dem, was tatsächlich passiert. Sind die Rechtswege eingeleitet, alles? Ja, es wird alles vor Gericht geprüft werden, aber das ist der Fall. Das ist hier kein Tribunal. Aber es geht jetzt in dem Fall, es geht jetzt in dem Fall um die Schlägerei. In Wirklichkeit, wo ist einer verletzt? Da ist doch gar nichts passiert. Sie fühlt sich beleidigt, das ist die Wahrheit. Ich will gern von dem Fall weg. Schimpferei? Nein, wir bleiben bitte. Schimpferei, Faust im Bauch. Das ist behauptet. Ich habe es nicht gesehen. Ja, es wird geschnitten. Also, es ist das Video. Moment. Nein. Das Video ist nicht. Also, da müssen wir jetzt schon. Sekunde, das Video wurde was nicht. Was Sie uns erzählt haben, wenn ich das jetzt im Video sehe. Aber das Video ist nicht geschnitten worden. Nur so logisch Video, nein. Das Video, erstens, lassen Sie mich kurz mal ausreden. Das Video wurde nicht geschnitten. Also, wir haben hier keine Szenen rausgenommen. Natürlich sieht man nicht alles immer auf dem Video. Ja. Jeder Profi wird erkennen, das Video ist nicht geschnitten worden. Ja. Was Fakt ist, die Dame war bei uns im Studio. Wir haben alle hier gesehen, sie hatte tatsächlich eine Gesichtsverletzung. Sie hatte einen Schnitt im Gesicht aufgrund eines Schlags oder einer Handbewegung, die offensichtlich passiert ist. Ob das jetzt kausal war, dass der Herr von den Wiener Linien zugeschlagen hat, können wir natürlich nicht beurteilen. Ja? Aber was eben schon die Frage ist, unabhängig davon, ob das jetzt rechtmäßig war, dass sie mit oder ohne Fahrschein gefahren ist, die Rolltreppe rauf oder runter gelaufen ist, unabhängig davon. Aber hier geht es eigentlich um das Verhalten, was hier gezeigt wird. Ist das ein normales Verhalten, dass ein Mann von einer österreichischen Kultur, auf eine Frau mit einer fremden Kultur in einer derartigen heftigen Art zugeht, sie an den Haaren reißt, sie anschreit, die Frau so schreit, die Frau spuckt? Ist das normal? Ist das unser Alltag? Nein. Das ist meine Frage. Das ist dagegen. Absolut nicht normal. Man muss hier auch erwähnen, dass man muss nicht unbedingt die Nationalität von den Mitarbeitern und die Nationalität von der Frau erwähnen, weil hier muss man klar und deutlich sagen, dass das Gewalt absolutes No-Go ist. Ja? Und ich finde einfach von dem Herrn her nicht richtig reagiert, und das ist ein charakterbedingtes Problem. Und, ja.
Bitte. Ich würde gerne was dazu sagen. Also wir haben das Glück in Österreich, dass wir nicht in einem Staat leben, wo es einen institutionellen Rassismus gibt, wie es im damaligen Südafrika mit Apartheid gab. Dass es Rassismus gibt, hier und da punktuell, keine Frage. Es gibt Übergriffe, es gibt Diskriminierung, Benachteiligung, keine Frage. Aber von diesem Einzelfall möchte ich jetzt sprechen, zurückzuschließen, dass wir in Österreich ein Problem hätten mit Übergriffen auf Migranten. Also das ist schon sehr weit an den Haaren her. Also in Ihren Augen gibt es keine ungerechtfertigte Behandlung von Menschen, das ist jetzt irgendwie vorkommen. Es gibt punktuell, aber nicht systemisch. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Vorwürfe, zum Beispiel die Polizei würde gezielt Menschen mit Migrationshintergrund besonders gerne auf Drogen kontrollieren. Trotzdem kommen alle so gerne zu uns, ja, obwohl hier überall alles so schrecklich ist. Das ist schon komisch. Sie so wohl da, weil so diskriminiert wird. Wenn ich in einem Hotspot bin, wo vermehrt mit Drogen gedealt wird zum Beispiel, ist klar, dass ich das Klientel dort kontrolliere massiv. Und dass das Klientel dann zufällig eben Migrationshintergrund hat, das können Sie doch nicht der Polizei vorwerfen. Nein, ich werfe gar nichts vor, es ist nur eine Frage, die ich hier im Raum stelle. Oder im Grenzgebiet, dass Sie da eben durch die Schengen-Raumkontrollen Menschen, die offensichtlich Migrationshintergrund gezielt kontrollieren. Es ist ja auch gewollt, es muss ja die Grenze beschützen. Ich würde auch etwas hinzufügen, Sie sagen, dass es ja ein Einzelfall ist und Sie sagen, dass es nicht jeden Tag passiert. Das stimmt schon, in Österreich herrscht ja überwiegend auch Toleranz, aber nur weil es nicht jeden Tag passiert, dürfen wir das hier jetzt heute nicht verharmlosen. Das ist trotz alledem ein Problem, das in Österreich herrscht und ich glaube, diese Diskrepanzen nehmen schon neuen Ausmaß zu und ich finde das total lächerlich, wenn man heute sagt, ja, das passiert nicht jeden Tag, also sollten wir die Augen verschließen. Und Sie sagen zum Beispiel, Herr Tomanek, nur weil man jetzt im Video nicht gesehen hat, wie man da zuschlägt oder und so weiter und so fort, sagen Sie, dass es vielleicht doch nicht so schlimm sein sollte. Ich sehe nichts, was ich, die Vorwürfe im Raum stehen, kann ich aus dem Video nicht erkennen. Ja, Sie können das nicht erkennen, aber deshalb ist es auch unsere Aufgabe in einem rechtsstaatlichen... Ja, nicht Ihre, Gott sei Dank, sondern die von einem Richter. In einem Rechtsstaat ist es auch unsere Aufgabe, dann eben auf diese Frau zuzugehen. Den anderen Teil zu hören, das ist bis jetzt nicht passiert. Absolut, man muss eben beide Seiten... Da kann man dazu sagen, die Wiener Linien haben in einer Aussendung gesagt, der Kontrolleur hat in Notwehr gehandelt, weil ihn die Frau eben tätlich attackiert hat. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Es ist momentan eine Pattsituation und die wird wahrscheinlich auch in dem Fall so enden. Der Kontrolleur konnte auch einen Ausweis verlangen, aber das hat er auch nicht. Ja. Fakt ist, das, was wir ergreifen... Es behauptet die Frau, verstehen Sie, dass viele Leute auch lügen? Es ist könnte eine Behauptung sein. Wir diskutieren nur über den Fall. Und, aber warum? Ich verstehe die Bedeutung dieses Falles nicht. Wie ist das passiert jeden Tag, dass Leute sich entziehen an einer Fahrscheinkontrolle. Welche Nationalität oder aus welchem Bundesland die kommen, ist doch den Mitarbeitern völlig egal. Es kann andere Länder auch sein. Wir sprechen gleich weiter, nämlich genau darüber, ob Diskriminierung jeden Tag passiert und welche Formen Diskriminierung annehmen kann, ob so ein Fall Diskriminierung ist oder nicht, wer was kontrollieren darf, all das. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Bleiben Sie dran. Jetzt auf OE24TV. Diskriminierung. Wie brutal ist unsere Gesellschaft? Bestimmen Vorurteile und Fremdenhass unseren Alltag? Werden Ausländer zur Zielscheibe von willkürlicher Gewalt? Und wird die Kluft zwischen den Kulturen immer tiefer? Darüber diskutieren im Studio Birgül Aysiz, Christoph Wiederkehr, Simon Scheripow, Werner Tomanek, Laila Mirso und Georg Immanuel Nagel. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt Diskriminierung, die große Diskussion, nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück nach der Werbung bei unserer Diskussion zum Thema Diskriminierung. Wie brutal ist unsere Gesellschaft? Ist unsere Gesellschaft schon so skrupellos geworden, dass wir Diskriminierung überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wenn sie passiert? Verharmlosen wir Übergriffe, die manchmal auch nur verbal stattfinden können? Und wie sehr leiden eigentlich neue Österreicher oder Menschen, die in Österreich ihre neue Heimat finden wollen, unter Vorurteilen, denen sie immer wieder ausgesetzt sind? Genau darüber sprechen heute hier im Studio Birgit Aysiz. Sie sind vom Verein für Frauen mit Migrationshintergrund. Einen schönen guten Abend, danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben in der ersten Runde ein Video hergezeigt, wo eine Vereinskollegin von Ihnen von einem Kontrolleur der Wiener Linien tätlich attackiert worden ist. Was wir nicht wissen, ist, ob es davor irgendwie Angriffe Ihrerseits gegeben hat. Sie sagen nein. Ja. Was aber Fakt ist, der Kontrolleur dürfte ja nicht freundliche Dinge gesagt haben. Unter anderem hat sie eine schiere Ausländerin genannt, was hier schon in der Runde ein bisschen dazu geführt hat, dass man da eigentlich die Schultern gezuckt hat und gesagt,
ja, es kann passieren, ist halt so, da geht man sehr harmlos mit. Entschuldigung, dass er keine so in die Hand gesagt hat, das stimmt. Aber so ein bisschen stand im Raum, als wäre es jetzt eigentlich, da muss man mal schauen, welche Seite. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich will nicht, dass dieser Mann vorverurteilt wird, hier von einem Tribunal, was überhaupt in keiner Weise legitimiert ist dazu. Was schon gesagt worden ist, dass es keine Ausländerfeindlichkeit in Österreich gibt, nur dass es so schön ist. Nein, nein, nein. Es war das Thema, ich habe nicht von Ihnen gesagt, Thomas hat vorhin gesagt, sonst würden ja nicht so viele Leute zu uns kommen, wenn es so schlimm wäre und es wenig Diskriminierung gibt. Ich sehe allerdings schon ein ziemliches Problem in Österreich, dass die Ausländerfeindlichkeit steigt, massiv steigt. Und das beginnt schon bei Neugeborenen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Neujahrsbaby, dieses Jahr, die Asis, die geboren worden ist, ein Foto von einem Neugeborenen. Das nennen Sie Überfremdung, wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt. Was kann das Neugeborene dafür, was die Eltern sind? Ich finde, jeder Mensch ist gleich viel wert von der Geburt an. Egal, woher der Mensch kommt. Von Geburt an ist jeder Mensch gleich viel wert. Und vor allem ein Neugeborenes, ein kleines Kind, so mit Hass im Netz zu begegnen, das ist das Schlimmste, was überhaupt stattfinden kann. Und dass Sie es überhaupt legitimieren, zeigt ja, wie die rechte Szene auch denkt, nämlich die Islamisierung gegen die Menschen zu stellen. Und das ist das Grundproblem. Sie hassen ihre Heimat, sie hassen ihre eigene Kultur und deshalb haben sie keine Sensibilität für die Islamisierung unseres Landes und die Folgen, die das bringt. Herr Nagel, ich weiß, Österreicher fühlen sich oft fremd in manchen Gegenden. Ein stolzer Österreicher, ein stolzer Europäer. Dieses Kind war ein Anzeichen für die Überfremdung und die Islamisierung. Es war ja nicht nur ein Baby zu sehen, es war neben eine kopftuchtragende Frau zu sehen. Es kann auch ein offener Blonder sein. Das ist doch total es kann auch eine Blonde auch sein. Dann ist das eine Österreicher. Auch blonde Moslems. Ich habe auch blonde, ich habe weiße Haare. Ist die Islamisierung etwas, das eben der Großteil der Österreicher nicht sieht? Ich sehe dein Baby. Ich weiß nicht einmal, welche Religion. Man weiß noch nicht einmal, welche Religion dieses Kind bekommen wird, steht, weil es jedem Individuum auch freigelassen ist, sich selbst zu entwickeln, auch wenn sie es nicht einsehen wollen, dass ein Mensch sich frei entwickeln kann. Und ein Baby ist als das zu sehen, was es ist, ein Geschenk. Von islamischen Eltern geborenen Kinder werden de facto auch später Moslems werden. Natürlich können sie sich theoretisch umentscheiden. Was ist da so schlimm, Herr Nagel? Ich bin auch Muslim, ich sitze hier gerade im Gespräch. Mir kommt das total läppisch vor, was Sie sagen. Das stimmt doch gar nicht. Sie haben den Herrn Wiederkehr persönlich angegriffen, weil er sich eingesetzt hat für die muslimische Allgemeinheit. Er hat sich auch eingesetzt gegen die Österreicher, gegen die abendländische Kultur. Er hat sich nicht gegen Österreich eingesetzt. Also das versucht es positiv zu verpacken. Das ist doch total abstrakt, was Sie gerade sagen. Das stimmt doch gar nicht. Aber es stimmt nicht, was Sie meinen. Ja, er hat sich, das Gute an dem Herrn Wiederkehr ist, er ist nicht einseitig. Und Ihre Haltung würde ich als einseitig betiteln. Weil einseitig, ja, ich bin für das eigene. Genau sowas, schafft in Österreich auch Diskrepanzen. Die Menschen schauen uns alltäglich zu, wie wir diskutieren und wir schüren einfach Hass in deren Hass. Herzen. Hass ist kein gutes Gut und ich bin vollkommen dagegen, weil ich als Tschetschene musste auch einige Fälle an mir ergehen lassen. Ich spreche mal nur von einem Beispiel. Als ich zu Hause war, bin ich ganz kurz in den Keller reingegangen, um halt irgendwas rauszuholen. Da war ich, glaube ich, noch 14 oder 15 Jahre alt. Und wir haben eben auch auf dem ersten Stock eine Österreicherin. Sie hat mich dann im Keller gesehen und meinte, ja, was machst du denn hier? Willst du die ganzen Sachen hier ausrauben? Und genau solche Fälle, die ganzen Verleumdungen, ich spreche gegen sowas, ja. Und das ist auch der Grund, wieso ich heute teilgenommen habe. Und ich finde das total lächerlich, wie Sie das darstellen, Herr Nagel. Tut mir leid. Und die Verharmlosung von dem Herrn Tomanek, das finde ich auch nicht richtig. Im Unterschied zu Ihnen wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung. Ich bin seit fast 3 Jahrzehnten jeden Tag in einer Justizanstalt irgendwo in Österreich. Ich kann nur sagen, wie sich hier die Struktur der Insassen in den letzten Jahrzehnten und vor allem speziell in den letzten 1,5 Jahrzehnten verändert hat. In welche Richtung auch der Umgang zwischen den Gefangenen und den Beamten, die auf sie aufpassen, auf den Beamten, die sie in Gewahrsam nehmen, verändert hat. Und gerade die Tschetschenen sind ja ganz top, ganz top. Und wenn gerade Sie hier jetzt mit Kreide gegessen haben und der Stimme sprechen und erklären, wie friedliebend das tschetschenische Volk uns begegnet, wie integrationsfähig und integrationswillig sie sind, wie sie gern sich durchmischen mit österreichischen Frauen und Mädchen, wie sehr sie die akzeptieren, wenn sie mit Miniröcken durch die Gegend gehen. Also die Intoleranz geht nicht jetzt von hier aus. Das ist eine
Gastbevölkerung gibt, die das nicht durchgängig vielleicht super findet. Das auch, es ist nicht so, dass uns, dass sich das Gastvolk anpassen muss, denen, die hierher kommen und sagen, bitte helft uns, wir brauchen Asyl, wir werden von den Russen umgebracht. Es ist tatsächlich so, dass es hier eine angestammte Kultur gibt, deren man sich tunlichst unterordnet, indem man assimilationsfähig und willig ist. Wenn das nicht möglich ist, ich habe gestern einen Zeugen gehabt, einen türkischer Abstammung, der ist 25 Jahre in Österreich und hat, um vernommen zu werden, einen Dolmetscher gebraucht. Da sage ich, Moment einmal, wie gibt es das? Das ist ganz einfach. Der braucht nicht Deutsch kennen, wenn er in Wien lebt. Der kauft am türkischen Markt, der hat ein türkisches Geschäft, der hat türkisches Fernsehen, liest die Hürriyet und ist beim türkischen Friseur in seiner Community. Der merkt, dass er in Wien ist, weil es jetzt gerade schneit. Das war's. So viel zu Ihnen. Jeden Tag, seit Jahrzehnten begegne ich dem jeden Tag und die Struktur. Sie pauschalisieren es schon wieder. Nein, ich sage Ihnen nur meine Erfahrungen. Empirisch meine Erfahrungen. Und gerade auch die Tschetschenen gelten in den Anstalten und auch bei der Exekutive. Dafür, dass sie so wenig sind, werden sehr viele prozentuell straffällig. Und zwar im massiven Gewaltbereich, jetzt genauso wie der Afghanen. Jetzt ist der Vorwurf gekommen, dass Sie pauschalisieren. Wie gehen Sie damit um? Also, weil für Sie ist das eine ganz normale... Das sind die Fakten. Ich finde Ihre Reaktion eh dann... Ich verstehe es. Ich habe Sie angegriffen, also wollen Sie mich auch emotional angreifen. Im Prinzip will ich sagen, also ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Es gibt tatsächlich auch Kriminalfälle im tschetschenischen Milieu und sehr viele Tschetschenen sind auch damit... darin beteiligt. Aber genau das ist, verzeihen Sie, ich würde gerne aussprechen, aber genau das ist auch unsere Aufgabe der tschetschenischen Community und auch der Sektion Stebersdorf. Wir wollen eben diese Unklarheiten aus der Welt schaffen. Wir wollen die Tschetschenen mit den Tschetschenen gemeinsam daran arbeiten und sie wieder zurück in die Gesellschaft hineinbringen. Darf ich da kurz nachfragen? Haben Sie jetzt das Gefühl, dass zum Beispiel genau der Punkt ist, Sie sind jetzt vielleicht Sie sind jemand, der sich fantastisch integriert hat, vielen Dank. Der alles irgendwie macht, danke, um hier wirklich irgendwie mit den österreichischen Traditionen, Leben der Kultur irgendwie zu leben und das auch wirklich angenommen hat. Wie geht es Ihnen damit? Sind das jetzt Vorurteile, die Sie da irgendwie hören? Ist das genau das Problem, mit dem Sie jeden Tag konfrontiert sind? Ist der Herr Tomanek ein bisschen zu uneinsichtig, zu wenig weltoffen oder nehmen Sie seine empirischen Erfahrungen nicht ernst genug? Wo ist da jetzt die Ich würde nicht wirklich ganz sagen, dass es Vorurteile sind, weil wenn ich das sagen würde, hätte ich dann die ganzen Tatsachen ja verleugnet. Es geht einfach nur darum, dass wenn Herr Tomanek spricht, dass es total verharmlost wird. Also er spricht zwar über die Themen, aber er fasst sich auch nicht richtig zusammen. Er nimmt das sehr locker alles. Genau, ja. Würden Sie das so sagen? Sehen Sie es auch so, Frau Mirso, dass der Herr Tomanek die aktuelle Lage in Österreich oder Sie, Herr Nagel, nimmt der Herr Tomanek zu locker? Wie sehen Sie das? Nicht persönlich. Ja. Ich denke, er referiert über seine berufliche Erfahrung und das nehme ich ernst. Ja. Also Sie sehen das im Gegenteil, sondern Sie finden das genauso. Sie haben auch irgendwie Erfahrungen mit dem Islam bzw. mit Anhängern des Islams und kritisieren da hin und wieder die Haltung. Ich kritisiere die Haltung, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Mhm. Ja? Ich kritisiere keinen integrierten, assimilierten Moslem, der sich an die Gesetze, an die Wertvorstellungen hält, an die Gleichberechtigung, an unsere Werte. Kritisiere ich nicht. Ja. Ich kritisiere die Missstände. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das muss man unterscheiden. Ja, da bin ich auch Ihrer Meinung. Ich bin ja selber schon quasi Opfer, wenn man so sagen will, von Rassismus geworden. Persönlich zwar noch nie face-to-face, weil wenn ich mal da stehe, traut sich wahrscheinlich keiner. Hat auch keinen Grund dazu. Aber am Telefon sehr wohl. Wenn ich mich mit meinem Namen mir so vorgestellt habe, fingen die Leute oft an, gebrochen Deutsch mit mir zu sprechen. Ja? Und natürlich ärgert einem das. Ja? Aber das kann man ja klarstellen. Aber das passiert mir nicht durchgehend. Es gibt sie. Es gibt aber auf der anderen Seite auch intolerante Migranten, die Art, wie ich lebe, wie ich mich kleide. Ich verstehe den Zusammenhang nicht, wenn ein Mensch richtig Deutsch spricht, wieso sollte er sich einfach selbst... Also ich denke, wir haben in Österreich kein Problem mit Diskriminierung oder Rassismus, sondern man kann vielleicht allgemein sagen, dass in der Gesellschaft die Gewaltbereitschaft im Allgemeinen gestiegen ist. Darüber können wir gerne sprechen. Aber da haben wir eben jetzt gerade aufgrund der empirischen... Über die Ursachen auch sprechen. Genau, und da sind wir eben bei den empirischen Erfahrungen von Herrn Tomanek zum Beispiel, der irgendwie klar gesagt hat, naja, es sind viele Tschetschenen unter anderem... Tschetschenen, Afghanen, sagt, best of böse zur Zeit, was die Kriminalstatistik bei Gewaltdelikten
anführen und im Verhältnis zu denen, wie viel davon da sind, muss man sagen, 20% einer Volksgruppe delinquieren im einschlägigsten Bereich und demgegenüber von Österreichern vielleicht 2% oder 1% delinquieren, dann gibt es hier einen Missstand, der zuerst intern von denen zu klären ist. Die müssen einen Selbstreinigungsprozess durchmachen, diese Leute selbst neutralisieren und sagen, weg damit, mit denen haben wir nichts zu tun, das ist nicht so. Sie sind die Ausnahme, sie sind der Vorteil der Herzeg-Tschetschene, aber da nicht die mit Rauschebad im Gefängnis sitzen, wo die Frauen mit der Nitschappe am Besuch sitzen, die sie nicht einmal aufmachen wollen, in den Schleier, wenn sie auf Besuch reingehen ins Gefängnis. Das ist die Realität und das kriegt sie selber nicht unter Kontrolle. Dann bitte eure Gesellschaft zuerst verbessern, dann erst die des Gastlandes. Ich finde, Sie haben sich klar und sachlich geäußert. Ja. Vielen Dank auch, dass Sie mich gelobt haben. Genau, im Prinzip, das, was ich nicht für gut heiße, ist, dass die Medien nur die negativen Sachen zeigen und das Ganze noch dramatisieren. Aber ich glaube, der Herr Nagel wollte auch noch ganz gern noch dazu nehmen. Wir bleiben auch gerne noch bei Ihnen, aber Herr Nagel, Sie wollten auch noch einen Zusatz geben. Ist für die tschetschenische Problematik oder für teilweise bestehende Problematik eine einfache Lösung? Seit 2009 ist der Tschetschenienkrieg ja bekanntlich vorbei. Das heißt, die tschetschenischen Asylwerber können alle wieder nach Tschetschenien zurückkehren. Das ist alle? Ja, sie können alle zurückkehren. Wieso sollten alle Bosnien zurückkehren? Ist wieder eine blühende Stadt, da werden Wolkenkratzer gebaut. Ja, da gibt es Bürotürme, da gibt es Hotels. Wieso sollten Sie das entscheiden? Ein zerstörtes Land. Wieso fragen Sie doch die ganzen Was ist der Sinn des Asylwesens? Fragen des Sie mich persönlich. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich würde Sie gerne ja ausreden lassen, aber ich möchte ganz Ort. Kurz eine Moment, Sache kommen. Ich bin ein Tschetschene und Sie kreieren schon ein Feindbild für die Öffentlichkeit. Ich habe mich an der Kultur und auch an der Gesellschaft auch beteiligt hier in Österreich. Ja, ich habe mich auch integriert. Ja? Man muss äußerst. Darf ich Ihnen das was ich sagen? Ja, ich bin eine Ausnahme. Ich bin zwar eine Ausnahme, aber es gibt sehr viele von meiner Art. Es gibt sehr viele Tschetschenen, die das verstehen. Dass Sie ein Tschetschene sind, verstehen Sie? Ja, Sie haben aber gerade gesagt, dass alle Tschetschenen das Land Österreich verlassen sollen. Das haben Sie gesagt. Nein, Sie haben nicht gesagt können. Sie haben gesagt, Sie sollten alle Österreich verlassen. Alle nach Hause gehen, habe ich gesagt. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Sie pauschalisieren erneut und schaffen Diskrepanzen für die Öffentlichkeit. Das heißt pauschalisieren. Ich habe ja gesagt, Sie können nach Hause, denn es ist kein Krieg. Die Tschetschenen sind als Asylwerber zu uns gekommen, als angebliche Flüchtlinge. Und Sie haben keinen Grund mehr hier zu sein, da der Krieg vorbei ist. Das können Sie ja nicht bestreiten. Oder ist noch Krieg in Tschetschenen? Ist kein und es mag Krieg. Sein, dass Sie integriert sind. Das stimmt schon. Ist kein Krieg. Es herrscht Friede in Tschetschenen. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, dass es vielleicht einige dennoch verfolgt werden, weil sie eine komplett andere Meinung haben. Und in Tschetschenien herrscht meiner Meinung nach keine Demokratie und keine Meinungsfreiheit. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, so eine Unterhaltung würde man in Tschetschenien führen. Tschetschenien gehört zu Russland. Russland ist der flächenmäßig größte Staat der Welt, ein riesiges Land. Die können also irgendwo in Russland unterkommen, in ähnlichen Kulturen, in Asien, ja, wo sie besser dazu passen als bei uns. Sie sind eben russische Staatsbürger. Und es gibt keinen Grund, warum irgendein Tschetschene bei uns sein muss, wenn er sich zum Beispiel, wie Sie sagen, so schrecklich diskriminiert fühlt. Das betonen Sie immer. Es ist so schlimm, wie die armen Tschetschenen sich diskriminiert fühlen. Das und warum gehen gesagt. Sie nicht nach Tschetschenien zurück? Ich habe zurück, nicht gesagt, dass Tschetschenen mehrheitlich diskriminiert werden. Darf ich da ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich nehme einfach Begriffe aus der Luft, die ich überhaupt nicht erwähnt habe. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Ich würde gerne den Herrn Wiederkehr sagen, Sie sind Integrationssprecher. Wenn Sie diesen Diskurs jetzt gerade verfolgt haben, man weiß gar nicht, wo man jetzt auf welcher Seite zuerst hinschauen soll, weil die Meinungen so extrem aufeinanderprallen. Wie geht es Ihnen damit? Mir geht es nicht gut, wenn ich dazu höre, weil einerseits pauschalisiert wird, alle Tschetschenen sind so, was nicht der Fall ist. Moment. Und diese Spannung ist ja auch das politische Problem, weil man muss es ja ganz sachlich anschauen. Natürlich gibt es in Wien große Probleme mit Gewalttaten. Und da gibt es natürlich innerhalb der tschetschenischen Community Probleme, aber es widerspricht ja niemand. Und hier muss man ansetzen mit Bildung, mit Aufklärungsarbeit, um dort auch wirklich die tschetschenische Community nach vorne zu bringen, nach oben zu bringen. Um das geht es. Aber das halt, was Sie tun, ist der Hass für... Wieso ist es unsere Aufgabe, fremde Völker nach vorne zu bringen? Der fremde Völker, genau das, was Sie machen, ist Hass zu schüren. Meine Herren. Die Tschetschenen sind kein österreichisches oder europäisches Volk. Das ist doch kein Hass, wenn ich das sachlich richtig feststelle. Wir gehen kurz in eine Werbung und dann sprechen wir drüber, ob das Hass ist oder ob es keiner ist. Ich hoffe, wir überleben die Werbung. Bleiben Sie dran. Sie sehen es danach. Jetzt auf OE24 TV. Diskriminierung.
Wie brutal ist unsere Gesellschaft? Bestimmen Vorurteile und Fremdenhass unseren Alltag? Werden Ausländer zur Zielscheibe von willkürlicher Gewalt? Und wird die Kluft zwischen den Kulturen immer tiefer? Darüber diskutieren im Studio Birgül Aysiz, Christoph Wiederkehr, Simon Scheripow, Werner Tomanek, Laila Mirso und Georg Immanuel Nagel. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt Diskriminierung, die große Diskussion. Nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Ja, auch während der Werbung ist hier hitzig diskutiert worden. Kein Wunder, denn das Thema des heutigen Abends, Diskriminierung, wie brutal ist unsere Gesellschaft, das sorgt für ordentlich Zündstoff. Ein Vorwurf, der hier ganz klar im Raum steht, Hass. Ist es Hass, wenn man irgendwie sagt, Österreicher sind nicht dafür verantwortlich, dass sich fremde Kulturen hier etablieren? Ist es Unverständnis, ist es Intoleranz? Was ist es, Herr Wiederkehr? Sie sind Integrationssprecher. Sie haben das in der Vorrunde Hass genannt. Ja, ich sehe ganz viel Hass von rechter Seite. Wenn ich mir zum Beispiel von gestern in der FPÖ Tulln, hat eine Funktionärin dort von Untermenschen gesprochen. Flüchtlinge als Untermenschen und als Feiglinge. Das ist Hass. Das ist für mich nichts anderes als Hass. Und Sie würden sagen, das ist ein Einzelfall von irgendeiner FPÖ-Politikerin, die etwas gesagt hat. Aber wir sehen, dass das System hat. Und das ist ein Hassschüren, was unserer Gesellschaft nicht gut tut. Und wenn man sagt, Rechtsextremismus oder Rechtsextreme sind eine Minderheit, nein, es ist ein extremes Problem in unserer Gesellschaft mittlerweile. Wenn man sich anschaut, dass seit 2010 die Gewalttaten im rechtsextremen Bereich um 50% gestiegen sind, dann sehen wir, dass wir hier genauso ein großes Problem haben. Und das natürlich die Gesellschaft auch spaltet. Und da müssen wir auch drauf schauen, oder wie sehen Sie das? Naja, also ich glaube, die Dschihad-Predigt in manchen Hinterhofmoscheen spalten vielleicht auch ein bisschen die Gesellschaft. Und Sie sagen, wir, die Rechten, hassen. Sie kommen damit so einen Strohmann von der FPÖ. Natürlich finde ich es nicht in Ordnung, wenn man solche Beschimpfungen verwendet. Ja, das muss man nicht tun, aber glauben Sie, wir müssen auch genug Hass von links aushalten. Was muss ich mir anhören für Beschimpfungen? Nazi und Faschist und was weiß ich. Also Sie können nicht sagen, dass die Linken keinen Hass verbreiten oder wenn die Antifa irgendwo aufmarschiert, dass das immer friedlicher ist. Also das würde ich nicht so einseitig sehen mit dem Hass. Aber Sie geben allen Politikern diesen Anschein. Sie geben diesen Anschein, Herr Nagel. Ich meine, Sie aber diesen Hass gibt es auf beiden Seiten, auf der islamistischen Seite genauso. Das Problem sind ja auch Islamisten, die es hier gibt, die in den Dschihad freiwillig ziehen. Aber sehe ich die zwei Seiten einer Medaille. Ja. Der Hass auf der einen Seite ist der Rechtsextremismus, auf der anderen Seite der Islamismus. Und genau diese zwei Strömungen befördern sich gegenseitig, indem sie Hassbilder gegenseitig schüren. Das heißt, das fördert auf jeden Fall den Extremismus. Das ist die Realität. Welchen Lösungsansatz haben Sie? Würde mich interessieren. Welchen Lösungsansatz? Die Radikalisierung, ganz wichtig. In Wien, ganz wichtig. In Wien müssen wir massiv ansetzen im Bereich der Deradikalisierung. Aber da sowohl bei Rechtsextremen als auch bei Islamisten. Gut. Man muss an den Schulen ansetzen, mit Bildung ansetzen, mit Vereinen ansetzen, die Deradikalisierung. Eine politische Haltung, meinetwegen Rassismus. Das andere ist eine Religion, ein gemeinschaftlicher Konsens der islamischen Umma, wenn im Koran drin steht, schlimmer als die Tiere sind die Ungläubigen. Ja? Da haben wir schon wieder den Untermenschen, das Entmenschlichte. Das kommt von dort. Wie wollen Sie dagegen gehen? Gehen Sie in die Moscheen oder reden Sie mit den Leuten? Ich trenne zwischen Islamismus und Islam. Der Islamismus sind Menschen, die potenziell gewalttätig sind. Die ist Aufgabe des Verfassungsschutzes, darauf zu schauen. Und da gibt es Gefährder. Und das sind für mich Islamisten gegen Rechtsradikale. Genau. Und im Islamisten sind die Gefährder. Wenn wir schon das eine besprechen, würde ich gerne auch das andere. Genau, das sind die Gefährder. Die Islamisten, die Gefährder, die der Verfassungsschutz hat. Also jeder, der in die Moschee geht, den Koran liest, ist ein Gefährder. Das steht im Koran drin. Nicht jeder. Es gibt ja gemeinschaftlicher Konsens. Aber das darf da drin stehen. Wir müssen auch da mal vorgreifen. Wir reden über Widersprüche, Einer nach dem anderen, bitte, sonst versteht man nichts mehr. Danke vielmals. Bitte, Frau Mirso, Sie führen den Satz zu Ende, Sie antworten drauf. Danke. Es ist gerade in den letzten Wochen so hochgekocht, mit Recht, weil da wirklich menschenverachtende, antisemitische Texte in den Liederbüchern zu finden waren. Ob sie jetzt nun geschwärzt waren oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Da beschäftigt sich wieder die Justiz darum. Entschuldigung. Aber wenn ich jetzt von Hass, rede, und es gibt nicht, der Hass ist erlaubt und der ist verpönt, ja? Sondern alle Menschen sind gleichberechtigt und ihre Würde ist zu akzeptieren.
Warum ist es dann erlaubt oder es wird nicht diskutiert, was im Koran steht? Warum ist es ein Tabuthema? Und das es ist mich. Doch kein Tabuthema, Frau dann reden wir darüber. Sie sprechen naja, ich glaube, Frau Mirso, das ist ein Thema, wo Sie sich sehr gut auskennen, aber ich muss sagen, ich kenne den Koran auch nicht in seinen Grundfesten. Ich glaube, Herr Dominik, Sie kennen genau auch nicht das ist das also, nein, das ist, warum setzt sich keiner hin und schaut sich das an? Das ist Verfassungsschutz. Dann gebe ich die Frage mal weiter, Herr Nagel. Ist es unsere Aufgabe, dass wir den Koran lesen? Wenn man rangehen würde, würde das Buch verboten gehören. Müsste man es verbieten? Eines möchte ich auch noch dazu sagen. Darf ich eine Frage an die Frau Mirso stellen? Lassen wir den Herrn Nagel kurz der Frau Mirso was sagen und dann kommt Ihre Frage. Ein bisschen fühle ich mich da missverstanden. Zum Beispiel möchte ich noch auf Sie antworten, weil Sie ja gemeint haben, ich würde nicht anerkennen, dass Sie integriert sind. Das möchte ich Ihnen nicht in Abrede stellen. Aber ich habe gesagt, Sie sind trotzdem ein Tschetschene. Ich bin generell gegen irgendeine Form von Zuwanderung, die ein Ausmaß annimmt, die uns verdrängt. Egal, ob diese Menschen jetzt lieb sind oder böse mal. Dann sind Sie auch einfach hier fehl am Platz. Ich bin nicht fehl am Platz. Wir sprechen sollten, wenn Sie nicht einmal zulassen, dass es eine Lösung zwischen uns Völkern gibt. Es gibt andere Einwanderergruppen, die fallen überhaupt nicht negativ aus. Zum Beispiel Chinesen. Kein Mensch beschwert sich über Chinesen. Trotzdem könnten Millionen Chinesen jedes Jahr zu uns kommen. Auch gegen die Chinesen. Ja, ich habe gegen das Volk an sich nichts einzunehmen. Das ist eine sehr interessante Kultur. Aber ich wissen, dass mein Volk im eigenen Land die Mehrheit bleibt und dass unsere Kultur hervorheben. Herr Nagel, Sie verzeihen mir jetzt eine Frage. Das, was Sie sagen, klingt jetzt ziemlich extrem. Wie rechts sind Sie? Was meinen Sie mit wie rechts? Naja, das, was Sie jetzt sagen, Sie sprechen immer mein Volk. Es darf niemand anderer. Also, für welches Volk soll ich dann sprechen? Nein, ich weiß nicht. Würden Sie sich selbst nicht sprechen? Oder Sie sagen auch, es war nur eine Strophe in dem Liederbuch? Das wurde jetzt, ich habe das nur richtig gestellt. Ich habe jetzt nicht diese Strophe verteidigt. Jetzt würde ich gerne Ihre Einstellung kurz mal richtig stellen. Wie rechtsextrem sind Sie? Lassen Sie mich diese provokante Frage stellen. Das ist wieder eine Unterstellung. Nein, es ist eine Frage. Wie rechts oder wie rechtsextrem sind Sie? Soll ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 eine Nummer nennen oder was wollen Sie jetzt von mir? Aber es erweckt so ein bisschen den Eindruck, als würden Sie schon irgendwie dafür plädieren. Ich habe feste Überzeugungen. Sie haben feste Überzeugungen, Sie sagen, Sie fragen Sie nicht den Kollegen von den Neos, wie linksextrem er ist. Das ist eine völkische, rassistische Politik. Völkisch, interessant. Ja, auch völkisch. Sie deformieren das eigene Volk. Ich will nicht als extrem bezeichnen. Weil der Kollege einen tschetschenischen Verein gründet und das haben Sie, einen tschetschenischen Städtenverein, ist es nicht völkisch. Schauen Sie mal, um was es mir geht, ist das Individuum. Mir geht es um das Individuum, mir geht es um den Menschen, um jeden Einzelnen, dass jeder Einzelmensch, unabhängig von der Herkunft, von der Religion, vom Geschlecht, die gleichen Chancen haben. Und in dieser Gesellschaft etwas erreichen kann. Was Sie kein tun, kommt ist, den Menschen Geschlecht nur wegen Herkunft der Ethnie oder zu bezeichnen. Auf aber, die Welt. Finde, kein Mensch aber ich finde, auf die, Welt. Jeder die Mensch große Errungenschaft der Aufklärung war, die Menschen gleich zu behandeln. Unabhängig von Merkmalen, ja, die sie behandeln haben. Kann man sie schon. Aber sie das möchten Gebot halt der aufgrund der Rasse nicht gleich. Unterschiedliche Gesellschaftsschichten eigentlich hervorheben. Und um was es geht, ist eigentlich wir das Zusammenleben. Menschen sind nicht gleich. Wir so müssen alle gerade in Österreich zusammenleben. Wie können wir eine Gleichstellung? Das ist wieder eine andere Frage. Da wollen Sie nicht wie ist Ihre Meinung zur Gleichstellung? Wie ist Ihre Meinung zur Gleichstellung? Sie sagen, wir sind, nehmen wir die Frage noch kurz von der Vereisit auf. Wie ist Ihre Meinung zur Gleichstellung? Was meinen Sie mit Gleichstellung? Sie sagen, dass Sie alle gleich... Sie sagen, Sie finden der Herr Nagel hat gesagt, dass wir nicht alle gleich sind. Genau. Und ja. Da fällt mir auch wie stellen Sie eine Gleichstellung auf? Wie möchten Sie das gerne... So muss irgendwer gleichgestellt werden. Ja? Was meinen Sie? Sie sagen, dass uns... Wir können jetzt eine Utopie haben von einem totalitären kommunistischen Staat, der alle komplett gleich macht, so auf die Art. Ja. Aber die Menschen werden nie gleich sein, sondern Menschen sind in jeder Hinsicht unterschiedlich, auch innerhalb des eigenen Volkes. Das ist eine ganz große Bandbreite. Eine Sekunde, lassen wir kurz mal unseren Rechtsanwalt. Eine Sekunde. Herr Rechtsanwalt, es gibt gewisse Grundsätze in unserem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, unter anderem auch, dass alle Menschen von Geburt an... Das ist nicht im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Oder nicht im allgemeinen, aber es gibt aber diesen Grundsatz. Also so, dass alle vom Gleichen reden. Ja. Also, wenn ich mir eine Seite anhöre, habe ich den Eindruck, als würde jeder Mensch auf diesem Planeten, ob Eskimo oder aus dem Dschungel Afrikas und des Kongos, sobald er den Fuß auf österreichischen Boden setzt, gleiche Rechte und Ansprüche haben, egal von Herkunft, Geschlecht, was er beigetragen hat, was er kann, was er gelernt hat, was er geleistet hat, ob er kriminell ist oder nicht. Er ist einer von uns. In dem Moment, wo er den Fuß auf die Steiermark setzt, ist das ein Steirerbur. Und dann wird er mit nicht. Das gibt es auf der ganzen Welt, gibt es nicht. Egal, wo Sie hinkommen, Sie haben Grundrechte als Mensch, Menschenrechte. Und weil die nicht überall gewährleistet sind, vor allem in diesen Ländern, wo Sie herkommen, genau dort sind Sie nicht gewährleistet, sonst würden Sie ja dort diese Überzeugungsarbeit leisten, wo Sie bedroht werden von Haft und Verfolgung. Nicht hier, wo Sie diese Dinge verbreiten können. Und auch diese islamistischen Strömungen, mit Verlaub, es darf doch...
Jahrhunderte, Jahrtausende hier angestammten Bevölkerung das Land aufgebaut hat, legitimerweise zugestanden werden und sagen, Moment einmal, das wird schon ein bisschen viel, das sollte man ein bisschen kontrollieren. Und wenn sich die nicht anpassen, dann wird man einen Riegel vorschieben müssen. Und warum soll jemand, wo die Gründe für das Asyldasein wegfallen, nicht zurückgeführt werden? Das ist ein vorübergehender Rechtsanspruch, weil der Schutzbedarf, wenn der Schutzbedarf wegfällt und da gibt es ein eigenes Verwaltungsverfahren dazu, dann fällt der Grund weg und dann ist natürlich zu repatrieren. Das ist nicht so, weil ein lang da ein netter Kerl war und nicht im Knast war, der da bleibt. Diese Rechte erwirbt auch niemand. Ich habe hier neben niemand, mir während so Ihren ist. Ausführungen jemanden schnaufen gehört. Ja, na, obwohl wir da natürlich nicht so weit auseinander liegen. Natürlich ist der Rechtsstaat einzuhalten, von allen einzuhalten, auf Punkt und Beistrich. Aber ich behandle einen Menschen nach, wie er sich nach dem Gesetz auch verhält. Ja. Und natürlich auch Asyl ist ein Schutz auf Zeit. Und ein Rechtsstaat muss sein Rechtssystem natürlich auch exekutieren. Und die wäre nur, dass die per se die Geld, dass die wählen dürfen und so weiter, nur weil sie da sind, vorübergehen. Anteilnehmer, sie können gleich gerne Zeitung lesen, aber erstens einmal sind die in ihren Communities und gerade. Und bitte gehen Sie quer. Also sie müssen blind sein, wenn sie durch Gegenden Wiens gehen. Das ist bereits verloren im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind Enklaven, das sind Ghettos von islamischen Kulturen. Und zwar Kulturen. Sie haben ja die Aleviten, die Sunniten, die Schiiten, die können sich untereinander auch nicht leiden. Das ist ja das. Die haben miteinander auch Probleme. Das ist richtig. Das ist ja nicht so, dass die so tolerant sind. Die sind ja untereinander tolerant. Man muss auch erwähnen, dass in Österreich keine große Parallelgesellschaft herrscht. Ja. Ich finde, dass Österreich da eine sehr gute Arbeit leistet. Ja. Wir kommen doch mehr entgegen als die meisten anderen, als die anderen westlichen Länder überhaupt, egal wo sie hinschauen. Man muss auch human die Absichten von den Menschen mit Migrationshintergrund beurteilen. Das heißt, wenn sie... Man wird misstrauisch, wenn sie ihre eigenen Kulturen pflegen und ohne Rücksicht auf die Absicht des Gastgebers. Wir sind leider aufgrund der Uhrzeit schon sehr weit fortgeschritten und müssen unsere Sendung jetzt beenden. Aber das Thema Subkulturen, die sich in Österreich bilden aufgrund zu viel Migration, das ist sicherlich für eine andere Sendung sehr, sehr spannend, werden wir bestimmt diskutieren. Ich darf mich von Ihnen heute Abend verabschieden. Und ja, vielleicht nehmen wir eine Sache aus dieser Diskussion mit. Ob rechtlich abgesichert oder nicht, ich glaube, jeder Mensch hat das Recht, menschenwürdig behandelt zu werden. Und der höfliche Umgang miteinander, der sollte mit uns allen sein. In dem Sinne einen schönen guten Abend und gute Nacht. Auf Wiedersehen.